So Leute, willkommen zurück hier im Pokémon Soul Silver in der Nastlung. Ihr habt nichts verpasst, außer dass ich hier einen Pokédex rauf gemacht habe. Wuhu! Läuft bei mir. Gut, Raxus, du wirst gelevelt. Lena auch vielleicht ein Level. Und Karl, ja, der wird jetzt mal ein bisschen zurückgestellt. Der ist nämlich auf Level 25. Letzte paar Tage die Tick City Arena zerfetzt, Fragezeichen. Auf jeden Fall war das ein ziemlich interessantes Erlebnis. Und jetzt geht es weiter in den Westen. Denn dorthin geht es zu allerlei Trainer, die ich besiegen will. So. Ich glaube, du bist der Erste, ne? Yep. Ich habe die ganze Welt bereist. Ja, ich kenne deswegen alle Pokémon-Arten. Okay, er kennt nicht alle Pokémon, er kennt alle Pokémon-Arten. Kleiner, feiner Unterschied. Go, Raxus! Du hast gelevelt. Karateschlag. Reicht das? Ne, niemals. Das ist ein Felino. Da reicht niemand mit einem Schlag. Leider. So. Stärke. Und weg. Kein Problem. Gibt ordentlich Erfahrungspunkte. Der Weg ins Weltklasse. Also dafür, dass du die ganze Welt bereist hast, dass du nur ein einziges Pokémon hast, ist das ein bisschen merkwürdig, mein Freund. Also manche Texte sind hier wirklich ein bisschen fragwürdig. Bist du ein starker Trainer? Wenn du stark bist, bringst du mir ein paar Tricks bei. Nein. Gehöre Rosemarie mit einem Vati. Oh, das hätte ich auch gerne. Vati ist ein richtig cooles Pokémon. Problem ist nur, es erlernt sehr lange keinen speziellen Angriff, obwohl es ein spezielles Pokémon ist. Und ja, die Statik ist wieder mal da. Die gute alte Statik. Aber der Raxus interessiert das nicht, ne? Denn ist das egal. Muss das sein? Anscheinend ja. So, Stärke wieder mal! Oh, macht fast so viel wie Karateschlag. Ich mach mal Vergeltung, weil ich sowieso jetzt langsamer bin. Erstens das und zweitens, damit es mehr Schaden macht. Vergeltung! Verdammt starke Attacke. Oh ja. 30 Level up. Yo, es reicht für den Level up. Gut, gut, gut. Level 23. Läuft. Und als nächstes kommt ein Anton. Anton. Okay, ein bisschen safe spielen. Leider, das ist ein Job für dich. Aussetzer. Ich hätte jetzt wirklich vorher gedacht, ich drücke auf Vergeltung und da wäre Aussetzer ziemlich mies gewesen. Da hätte ich nämlich nichts gemacht. So. Dann setzt du halt meinen Windstoß aus. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Also Anton, damit kann man ganz schön rumnerven. Oh ja. Konfusion. Ich dachte mir, dass es eine Psycho-Attacke kann. Es ist zwar kein Psycho-Pokémon, Anton, und auch nicht Enteron, die Weiterentwicklung, aber trotzdem kann es sehr viele Psycho-Attacken. Muss an den Kopfschmerzen liegen, die Anton ständig hat. Ich verstehe, so kämpfst du also. Einfach rein. Du kennst dich mit Pokémon aus, also ich finde hier nur mal Items, also wenn ich was finde, gib mir eine Nummer und ich sag dir was. Nein, danke. Es ist kostenlos. Nein! Ich nutze keine Items, ja? Außer die Entwicklungssteine, obwohl ich noch keinen einzigen gefunden habe. So. Sicher, eine Runde heilen. Und irgendwie ist meine Taste hier voll eingedrückt. Ich weiß nur nicht warum. Na, solange es keinen stört. Solange es keinen stört, ist es doch vollkommen egal. Mann, ich wollte so schön weiter singen und dann heilst du meine Pokémon. Ich geh wieder. Tschüss. Ich weiß, das ist dein Job, Schwester Joy. Nebenbei, sie will ja nichts dafür haben. Ne? Ich glaube, die wird vom Staat bezahlt. Das könnte sein. Ich frage mich nur, wie viel so die Krankenschwester Joy verdient. Wird dann so eine Liste angeführt, wie viele Trainer sie heilt? Und je nachdem, wie viel sie heilt, desto mehr kriegt sie, oder läuft das ein bisschen anders? Auf jeden Fall ist hier ein Top-Drank zu finden. Darüber könnte man spekulieren. Und da ist ein Trainer, da ist ein Aprikoko-Baum, habe ich gerade gesehen. Und da ist noch ein Item. Gut, 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 gut. Wollte mich hier noch ein bisschen umsehen. Ah, ein weißer Aprikoko-Baum. Na, zum Kurt gehe ich jetzt nicht, das ist ein bisschen weiter weg. Vielleicht, weil ich hier eine Pokébälle brauche. Flieg hoch hinaus, meine herrlichen Vogel!
Pokémon! Das sind noch immer Flug-Pokémon, ja? Ein Dodo! Auf Level 16. Ich riskiere es mal. Karate-Schlag. Oh, okay. Ah, Volltreffer. Hätte eine Flugattacke gemacht, das Dodo hätte es vielleicht sogar ausgereicht mit dem Volltreffer. Und okay, es regnet Volltreffer wieder mal. Es regnet Volltreffer. Dum, dum. Ein weiteres Dodo, auch mit Ruckzuck-Keep. Level 17 ist das schon. Okay, Lena, bevor hier ein Schnabel oder sowas kommt, lieber aufpassen. Heuler! Okay, kannst du eigentlich irgendwas Gutes, Dodo, oder? Ich finde lustig, Dodo soll ja an einen Strauß angelehnt sein. Passt ja auch irgendwie, halt mit zwei Köpfen. Das Interessante ist, Dodo kann Fliegen erlernen. Okay, Leute, jetzt sagt mir, wie kann ein Dodo ohne Flügel fliegen? Das muss mir jemand mal irgendwie erklären. Das wäre nämlich sehr interessant. Und bei einigen Pokémon verstehe ich es gar nicht. Zum Beispiel bei Sichlor. Das ist nämlich ziemlich groß und es kann nicht fliegen erlernen, obwohl es ein Flug-Pokémon ist. Es ist ein Käferflug, aber es ist ein Flug-Pokémon. Raserei! Eine interessante Attacke. Erhöht den Angriff, wenn ich jetzt angreife. Einen physischen Angriff. Und das so lange, wie er Raserei macht. Ist eine merkwürdige Attacke. Die kaum benutzt wird, kann ich auch vollkommen verstehen. Das dauert nämlich viel zu lange, bis man gut ist. Was? Plus 4 auf Initiative, Lena? Wow. Ich glaube, die will schneller werden, ne? Ich will die weiße Aprikoko haben, GP, ja. Blub, blub, blub. Blub. Danke sehr. Aprikoko wuss erhalten. Aprikoko wuss. Ja, ich muss das aussprechen. Wuss. Das klingt nach was? Das klingt ähnlich, ja. Und? Ich mag die Routenmusik. Moment, was ist da drüben eigentlich? Das sieht so komisch aus. Hier nämlich. Da oben, das sieht suspekt aus, aber ich glaube, da ist nichts. Da wollte ich mal nur geschaut haben. So, hier ist noch eine Trainerin und hier ist noch ein Trainer. Na, guten Tag. Jetzt brauche ich gleich mal etwas aus, was ich heute gelernt habe. Okay, und was hast du gelernt? Schauen wir mal. Schulkind Lutz mit einem Pantimos. Psycho-Pokémon. Sofort weg da. Karl, lass einen Job für dich. Es ist zwar ein Pantimos mit verdammt geringer physischer Verteidigung und. Muss das sein? Zweimal? Gut, das geht ja noch. Muggelhieb! Klatsch muss es! So richtig hart! Der physische Angriff von Pantimos ist jetzt nicht der beste. Die physische Verteidigung ist jetzt auch nicht wirklich gut. Da fragt man sich eigentlich, was kann das Pokémon? Naja. Es kann Reflekt und Lichtschild rausbringen und es hat die Fähigkeit Filter. Das heißt, sehr effektive Attacken werden abgeschwächt. Trotzdem ist es ein bisschen fragil. Ich höre, ich dachte, ich habe genug gelernt. Ja, aber das mit. Du solltest deinem Pantimos vielleicht eine spezielle Attacke bringen, ja? Also, Pokédex? Das kennst du Professor Eich, ne? Was? Das ist ja großartig. Ich träume nämlich ein Pokéforscher, um Professor Eich zu werden, ne? Gibst du mir eine Nummer? Nein! Na dann halt nicht. Achso, der lässt mich nicht vorbei. Na dann. Der lässt mich nicht vorbei. Dann ziehe ich mal kurz die Schuhe aus und gehe ganz langsam durch. Und es kommt trotzdem Pokémon. Läuft! Ein weiteres Mauzi. Bam, 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 bam. Gratis Wachspunkte nehme ich immer gerne. Ich wusste es, dass es das macht. Ich wusste es einfach. Aber was soll ich machen? So, bis hält Raxus locker aus. Kein Problem. Kein Problem. So, reicht noch nicht für Level 24, ne? Nope. Leider nicht. So, und ich glaube, du willst auch kämpfen, ne? Hallo, du bist bestimmt nett, ne? Schau mal, was ich Pokémon dabei hast. Nein, ich bin nicht mit. Ich bin ultra böse. Und sie kommt mit einem Kann das mehr wie Blatsche jetzt? Ich glaube, ja. Das Problem im Hauptspross ist, kann am Anfang Blatsche und Synthese, irgendwann entlängt es auch Tackle, also sobald es entwickelt ist, so die letzte Entwicklung Papunga ist
Ich brauche wirklich ein gutes Pokémon. Es ist zwar von Typ Flugpflanze. Trotzdem ist es nicht zu unterschätzen. Es ist nämlich verdammt schnell. Und es ist ein sehr guter Nerver. Also mit Schlafpuder, Egelsam, Schlafpuder, Egelsam, ja. Damit kann man schön rumnerven. Rumnerven? Ja, so ähnlich. Rumnerven, das wollte ich sagen. So, und Phyraxel geht's Level 24. Keine Spezialverkleidung, keine Initiative. Naja, braucht auch nicht. Brauchst du schließlich nicht, Traxus. Bist du überbewertet. So, nochmal Windstoß! Bading! Reicht nicht, ne? Nein, nicht mal annähernd. Ah, das Hubbelupf kann schon Rutschlag. Hubbelupf ist nebenbei Weiterentwicklung von Hubspross. Die letzte Entwicklung ist Papunga. Ich mag Papunga irgendwie. Es kann schon rumnerven. Ich bin froh, dass ich Pokémon sehen durfte. 2 von 3, immerhin. Och man, lass mich hier doch einfach durch. Lasst mich doch... Ah, Moment, Radikal kann Verfolgung, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Das ist ein bisschen böse. Und auch Hyperzahn! Hältst du aus, kein Problem. Hält Raxus aus. Also sollte ich langsam aufpassen, weil Hyperzahn ist eine starke Attacke. Nicht schwach, und es ist nicht mehr ein Radikal. Zwar ein paar Level unter mir, aber immer... Nee, Moment. Lerner raus, damit ich eventuell fliehen kann. Das wäre nett. Was sagst du eigentlich dazu? Er strahlt vor Freude. Ja, okay, alles klar. Er strahlt vor Freude. Route 39, okay, ich glaube, da sind noch mehr Trainer. Aber wenn das eine neue Route ist, heißt es, ich kann neues Pokémon fangen! Und das will ich. Jawohl. Auf Route 38 habe ich ja mein Mauzi gefangen. Und auf der Höhle da im Osten habe ich Macholo gefangen. War sehr cool, dieser Fang. Oh yeah. Muss schon sagen. Ich hätte eventuell noch Smogon haben können, aber... Nee. Das habe ich leider, naja, verpatzt, ne? Passiert. Bam, 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 badadam. So, danke sehr. Und jetzt auf zu Route 39 geht. Lass mich doch keinen aufhalten. Moin, Raxus, du brauchst noch ein paar Level, habe ich gehört. Jo, ich sollte dich schon raustun, ne? Wenn ich schon so anfange, so rede. Ein, zwei Level noch, dann ist er mit dem Team gleich auf, obwohl das Team auf der Zeit aus 3 Pokémon besteht. Naja, könnte schlimmer sein. Das Schlimmste war bis jetzt das mit Soundkern. Ich habe versucht, es zu trainieren, ja? Ich habe es wirklich versucht, aber... Es war nicht sehr angenehm, erstens und zweitens nicht sehr lange. Es war sehr kurzweilig, leider. Dann danke, dass ich mich hier vorbeilässt, mein Freund. So, willkommen auf der Route 39. Und hier ist jemand. Hallo! Sehe ich richtig, dieses Ding, das du bei dir trägst? Ist ein Rucksack. Nee, ich meine den Pokédex, ne? Ich sehe nicht meinen Rucksack, wo hast du einen? Da wären Ähnungen wach auf jeden Fall. Mein Name ist Baoba. Bis vor kurzem habe ich noch die Safari in Fuxania City geleitet, aber es tauchen immer neue Parks auf und irgendwann bleibt meine Safari Zone hinter der Konkurrenz zurück, ne? Also ergriff die Initiative, ich eignete mir im Ausland, wenn man das so nennen kann, eigene neue Kniffe und entschied mich in Anemonia City eine neue Safari zu öffnen. Dass wir zwei uns hier kennen, ist bestimmt Schicksal. Wenn das mal gut ist, den Wunder mal so schnell. Ah, Safari Zone, immer her damit, das ist ein gratis Pokémon, das ich dort bekommen kann. Na gut, wenn die Safari, wenn die Safari-Zone fertig ist, dann rufe ich dich an, ne? Tschüss! Das wäre nett. Okay, Baoba hat er geheißen, ne? Komischer Name. Und hier ist ein grünes Aprikokuchen. Will ich haben, will haben. So, und es müsste die Kuhmulch-Farm sein. Ja. Die Kuhmulch-Farm, hallo, ihr ganzen Mehltanks. Wie geht's denn euch so? Habt ihr einen schönen Tag? Das liegt am schönen Tag, weil hier liegt ein Item TM60 Ableithieb. Und jetzt ist interessant: Macholo ist von Typ Kampf. Ableithieb ist eine Kampfattacke. Macholo kann es nicht erlernen. Verändert den Fehler. Oder? Kann es per TM? Ich glaube nicht. Es ist zwar eine schwache Attacke dieser Generation, aber. Nope, kann er nicht. Ich finde das irgendwie so sinnbefreit. Ich meine, das ist ein Kampf-Pokémon, ja?
es kann nicht Ableithieb erlernen. Da denkt man sich, what? Okay, man, das Item liegt auf der anderen Seite. Wie komme ich denn da denn hin? Moment. Ach so, da brauche ich... Alles klar. Alles klar, aber trotzdem, das ist so nervig. Und Ableithieb ist eine gute Attacke. Keines meiner Pokémon kann sie nebenbei erlernen gerade. Na hallo, es geht hier. Unser Mehltank gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Die Leute reißen sich richtig kind darum. Haben wir dem kranken Pokémon sehr viele Siedel werden zum Fressen geben, kommt es vielleicht wieder auf die Beine. Ein krankes Pokémon? Unsere Milch wird sogar bis nach Kanto geliefert. Ist nicht weit. Wenn unser Mehltank keine Milch mehr gibt, dann haben wir echt Probleme. Dann haben wir kein Geld mehr und dann müssen wir bankrott an uns melden. Ja, ja, chillt, Freunde. Ich müsste ein paar haben. Ach nein, nicht schon wieder. Ich hasse das, wenn das passiert. Leute, da bin ich wieder. Muss das Ganze nachspielen. Hab hier zur Sicherheit nochmal gespeichert, falls das nochmal passiert. Ihr habt nichts verpasst. Ich habe halt die ganzen Trainer nochmal gemacht. Raxus ist ein bisschen angeschlagen, aber das ist ganz normal. Und es ist kein Pokémon dabei weit draufgegangen. Aber das Nachspielen, das ist schon das ist nervig. Erstens das und zweitens ist es leicht unfair, wenn sowas passiert. Ich kann nämlich nichts dafür. Rein gar nichts, dass das wieder mal passiert, dass das Spiel erstört. Jetzt bin ich auch neugierig, ob das nochmal passiert. Nein, diesmal nicht. Okay. Ist auch ein bisschen random. Muku ist krank. Die heißt Muku? Kein Wunder. Bei dem Namen wäre ich auch krank. Es braucht jetzt sehr viele von Siedelbeeren, die ich so gerne mag. Oh. Ich frage mich eigentlich, wie viel habe ich eigentlich dabei? Schau mal. 3! Schau mal, ob das reicht. Sein Ruf ist sehr schwach. Ja, ich würde gerne ein paar abgeben, aber irgendwie geht das nicht. Du musst das irgendwie auswählen. Beutel. Siedelbeeren. Nein, nicht passiv werden. Einsetzen. Ne, da setze ich selber ein. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Na, dann bleibt das halt krank. Dum, dum, dum. Ist auf der Route 39 halt zum Glück noch kein Pokémon gefangen. Das heißt, ich kann mir da eins. Ja, das ist ein hohes Gras. Oder soll ich eher die Kopfnuss? Ja, stimmt, ich kann ja keinen Kopfnuss. Also, was soll die Frage? Ich muss ja ins hohe Gras. Das heißt, Trainer, zeig mir, was dein Pokémon-Team so drauf hat. Immer wieder gern. Psycho Maximo mit Flagman. Hätte ich jetzt ein Enter und ich könnte so rum. Na, lass mir das. Dörpen. Hat jemand gefragt, was meint er eigentlich? So, das kann schon Akku-Knabe. Ich glaube, es kann auch Konfusion. Und ich muss gerade ausstrecken, falls ich jemand dankt. Warum redest du gerade so komisch? Ja, muss mich kurz anstrengen. Danke, dann geht's wieder. Ja, besser. Ja. Hm. Woohoo! Fast mit 2 Schlägen. Hallo, fast. Ja, Fleckon ist cool, aber leider ist meines auch schon draufgegangen. Oh, ein Volltreffer. Lena, nice. So muss das sein, so will ich nichts anderes sehen. Ein weiteres Fleckmon auf Level 20 diesmal. Trotzdem sollte ein Windstoß ein bisschen was machen. Ein Drittel oder so. Oder so. Okay, das kann Fluch. Das ist böse. Inselfisch sinkt zwar, aber Angriff und Verteidigung steigen. Ja, für Fleckmon ist das eine sehr gute Attacke, weil es schon von Haus aus langsam ist. Und somit kann es halt seinen Angriff steigern, der sowieso ein bisschen gering ist. Die Verteidigung ist zwar schon gut, aber noch mehr reinboosten ist natürlich immer eine gute Idee. Das ist nicht nur eine gute Idee, das ist eine böse Idee. Na fast. Kopfnuss mit plus 2, ja, es wird schon wehtun. Ein bisschen, ja. Plus 2 Angriff. Das haut rein, das waren nämlich plus 100%. Dam bam. Also das Doppelte. So. Bum, 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 bum. Zuerst Pokémon fangen oder noch die Trainer besiegen? Hm, ich wäre eher für Ersteres. Pokémon fangen. Aber ich muss sowieso auf dem Weg hier zurück. Ja. Ja, die Trainer besiegen. Das heißt, zuerst Pokémon heilen. Und dann, ja, die Trainer besiegen, weil ich muss es so oder so machen. Und das Pokémon fange ich danach, weil sonst wird es mir zu... lustig. Egal was für ein Pokémon es kommt,
Ich habe aber immer keine Ahnung, weil ich schon Soul Silver Heart Gold schon lange nicht mehr angefasst habe, was da für Pokémon kommen. Trotzdem, wenn da sowas ist wie Paralyse, Statik, Einschläfern, Vergiftung oder zusätzliche Zustände wie Verbrennung oder Einfrieren, was eigentlich sehr selten ist, dann wäre es eher angebracht, wenn mein ganzes Team geheilt wäre, weil wir das drei Pokémon sind. Danke sehr! Also die Trainer besiegen und dann endlich wieder mal ein viertes Pokémon fangen, das ich auf Level 25, 26 ziehen kann. Yay! Egal welches. Es muss natürlich ein neues Pokémon sein, ja, also nicht eine von Entwicklung, also auch nicht Sunflora, damit wir uns verstehen. Macholo euch gerade dabei und noch sehr, sehr viele Pokémon in der Todesbox. Meine Güte, das sind fast schon viel zu viel. Aber nur fast. Ah, stimmt. Habe ich eigentlich ein Pokémon, was Surfer kann? Das will ich ja mal kurz nachsehen. Einmal noch so eine nur Gier. Nein! Oh, das wird lustig. Falls ich auf der Route 39 oder 40 eventuell kein neues Pokémon fange, heißt das extra Regel. Dann muss ich ein Pokémon aus Toastbox holen oder eins fangen, was Surfer kann. Ich war lange nicht in Oliver City. Wie steht es mit dem Pokémon-Kampf? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich war schon lange nicht mehr in Oliver City. Kämpfen wir? Da denke ich mir nur einfach, what? Ein Quapuzzi. Ja, das ist ein interessantes Pokémon. Vergeltung. Muss das sein? Anscheinend ja. Na gut, eine Schlurrunde schlafe ich so oder so. Zum Glück kann Quapuzzi kein Traumfresser. Ah, kein Blubber. Ja, der Schaden ist vorhanden. Na, schauen Sie, jetzt kommt wieder. Nein, Duplex Seed kommt diesmal. Das macht ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen. Sagst du, hast gemacht und macht Karate-Schlag. Oh, zwei Schläge, okay. Hypnose, natürlich trifft es wieder. Er ist ja schließlich mit 60% voll stark. Ich meine, wenn Superstand mit 55 Genauigkeit auch so oft trifft, dann darf Hypnose mit 60 Genauigkeit ruhig ein bisschen öfter treffen, ja? Manchmal denke ich mir wirklich, was ist die Genauigkeit hier eigentlich im Spiel? Die ist wirklich sehr merkwürdig. Denkt man sich wirklich, hat die KI eigentlich so plus 4 oder plus 5 Genauigkeit oder so? Weil wenn ich das selber spiele, als mit Hypnose oder so, das trifft so gut wie nie. Bestes Beispiel ist Fokusstoß, ja? Wie oft das daneben geht. Oh, da hinten kommt ein Grabby. Grabby ist cool. Grabby ist richtig cool, nur ein bisschen langsam. Aber es kann Agilität. Und Härtner, wie man sieht. Das heißt, ein Verteidigungssteiger, ne? Das ist interessant. Reicht das? Ne, niemals, nein. Okay, es setzt nur Härten ein, was interessant ist. Also, Grabby ist nicht zu unterschätzen. Vor allem die beiden mit dem Kinglas hatten einen verdammt starken Angriff, ja? Kinglas Angriff ist. Nicht übel. Level 25 und er lernt Überwurf. Was war das nochmal? Das Rückstoß, oder? Andere Kraft als zweite an, hat dafür aber eine Treffergarantie. Oh. Also, trifft immer Attacke, aber mit Verhinderung. Okay, dann lieber nicht. Ich habe schon Vergeltung, da brauche ich Überwurf nicht. Und als nächstes ein Radikal! Auf Level 17, alles klar. Karate-Schlag. Da kommt wieder der Hyperzahn, der natürlich auch trifft. Ich weiß es gar nicht, hat er eine 100er Genauigkeit? Ich glaube nicht. So, und tschüss, Radikal. Kampf war auf Normal schon immer effektiv. Interessant ist nur, dass Normal-Pokémon Kampf-Pokémon auch besiegen können. Zwar ganz leicht. Wenn man weiß, wie. War's das? Na, der Julian noch sagen, interessiert mich nicht. So, Lena, komm du jetzt mal raus. Sagst du, mach mal kurze Pause. Nächster Trainer. Immer der Nächste. Und dann der Nächste und der Nächste. Du siehst, wie ich mir ein Pokémon angebe. Doch, ich habe was dagegen. Weil ich sie jetzt zerlege! Wie heißt der? Sönke mit. Ach du Heilige. Ein Donnerschock sollte ich aushalten, aber Donnerblitz? Kann es noch nicht, glaube ich, ne? Pikachu erlernt Donnerblitz erst relativ spät.
ist eine Glaskanone. Okay, das war kein Witz, als ich das gerade gesagt habe. Pikachu ist eine Glaskanone. Nukzuki reicht das schon von Lena. Vor allem mit dem Alltime Kugelblitz. Ich meine, das haut rein, Pikachu. Das glaubt man gar nicht. Es hat den höchsten Spezialangriffswert und Angriffswert mit Kugelblitz. Von allen nicht-legendären Pokémon wohlgemerkt. Das ist nicht zu unterschätzen. Komm, lass uns Freunde sein. Nein, nein. Wir können Pikachu spielen, Pokémon und andere Pokémon flauen. Wir werden viel Spaß miteinander haben. Gibst du mir eine Nummer? Nein. Boah, ich wette, wir haben gar keine Pokémon. Da wettest du leider falsch. Ich mag ein paar. Es gibt ein paar, die mag ich richtig gerne. Sagst du mir ein Pokémon-Team? Einfach, weil sie so knuffig aussehen. So, Pokéfan Root mit... Habe ich irgendwas verpasst oder warum laufen hier so viele Pikachus rum? Warum drücke ich Windstoß? Das Interessante ist, das weibliche Pikachu hat hinten so einen Spitz. Das männliche nicht. Ich müsste mal drauf achten. Also männliche Pikachu hat bei seinem Schweif hinten nicht so ein Eck. Das ist gerade. Das ist nämlich der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Pikachu. Einfach da hinten beim Schweif ein bisschen anders und das war's. Bei manchen Pokémon muss man da wirklich sehr genau hinsehen, damit man da die männliche und die weibliche unterscheiden kann. Ich sag nur Knackrack, ja? Da gibt's ja auch einen Unterschied, aber der ist wirklich gering. Bei manchen Pokémon ist da überhaupt kein Unterschied. Mir war es nichts aus zu verlieren. Okay, dann kämpf weiter. Na gut, das erste Pokémon auf dieser Route ist... Hab ich schon. Sorry, aber das zählt schon als hab ich schon. Das zählt schon, also tschüss! Gibt's hier auch was anderes? Das wäre nämlich sehr nice. Das wäre nämlich sehr nice. Das habe ich im Team, ne? Also immerhin gerade, obwohl das kann nur geben, ne? Na, gib her. Gib die Erfahrungspunkte her. Ich will ja, was ich zu 20 werden. Gib sie her, Mauzi! Will das Mauzi wohl gemerkt. Okay, gibt es was anderes als wie Mauzi und Radikal? Falls nicht und ich irgendwann mal wieder ein Pokémon mit Kopfnuss habe, dann könnte ich hier ein Pokémon haben. Dann müsst ihr mir aber aufschreiben. Na, schauen wir mal, vielleicht kriege ich irgendwas anderes. Habe ich. Bam, 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 bam. Gibt's hier auch was Normales? Oder halt was anderes? Das Problem ist bei manchen Pokémon-Spielen, dass beim Routen, die aneinander liegen, es meistens immer die gleichen Pokémon gibt, was ein bisschen nervig ist. So, bitte sehr, Level 26 für Lena, yeah! Gut. Jetzt war, komm schon, bitte ein neues Pokémon, bitte! Das wäre angebracht. Dam, bam, bam. Oh, okay, hör auf. Ein Tauros! Wie geil ist das denn? Hält das Nukzuki aus? Hoffentlich, weil Tauros ist ein richtig geiles Pokémon. Normal Pokémon mag ich generell. Okay, das reicht mehr als wie einmal. Und Tauros ist eines der besseren Normal-Pokémon. Also Normal-Pokémon mag ich wirklich sehr gerne. Ist mein zweiter Lieblingstyp, by the way, falls jemand mal fragt, was ist eigentlich der Lieblingstyp? Ja, das ist Elektro, komischerweise. Mein Lieblings-Pokémon ist aber vom Typ Drache-Boden. Das läuft so richtig bei mir. Mein zweiter Lieblingstyp ist normal. Ist nur ein kleiner Fun-Fact. So, Superball! Das war so klar, dass man erstmal direkt mal ausbricht. Grimasse, ja, mach nur. Also Tauros! Komm her, Tauros! Du bist ein richtig geiles Pokémon. Vor allem sehr dann stark. Und ich glaube, das kann sogar Kopfnuss, ne? Ja, das müsste es können. Ach bitte, bleib mal drin. Ja, das wäre sehr nett. Das Gute ist, Lena kann sich heilen. Bam, 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 bam. Ich habe noch ein paar Bälle. 26 Stück, also. Wir haben sich eilig. Oder ich habe sich eilig. Ob ihr es eilig habt, weiß ich nicht. Leider kann ich keine Zustände reinhauen, sonst hätte ich schon längst gemacht. Autsch, okay, soll ich langsam von Ruheort gehen. Langsam aber sicher.
Juhu! Fast vollständig geheilt. Okay, es kann Verfolgung, Hornattacke, Grimasse und Raserei. Interessantes Moveset. Komm her! Ich will dich haben! Eins? Zwei? Das ist ein Superball, ja? Und weiter schwächen kann ich dich nicht. Tut mir leid, Taos. Ich kann dich nicht weiter schwächen. Es geht nicht. Nein, es geht nicht. Komm schon, bleib endlich mal drin. Ich glaube, das hat keinen Bock auf das, dass ich es fange. Aber ich will dich haben. Ich will dich haben. Ich kenne die Fangrate von Taos nicht, aber anscheinend ist sie nicht sehr hoch. Oder ich habe einfach ultra viel Pech gerade. Drei. Und. Jawoll. Auch nicht gleich so. Meine Güte. Puh. Tauros. Ein natürlich männliches. Tauros ist nur männlich. Ich Idiot. Möchtest du Tauros einen Spitznamen geben? Natürlich. Und das ist der. Jim. Ich gebe immer meistens die Namen, die mir sofort einfallen, in den Kopf kommen, was auch immer. Und langsam aber sicher geben wir die Sonderzeichen aus. Was haben wir denn noch so alles? Ein Haufen Zahlen. Herzchen, Kreuzchen. Ein Pick, genau. Und Dreieck. So. Gehen wir ein bisschen Kartenspiel mit Tauros. Was haben wir denn hier für schönes Pokémon? Jim, Pick. Solo? Immerhin ein neutrales Wesen. Nein, doch nicht. Ups. Ich dachte, Solo ist neutral. Ah, Quirtle ist eine interessante Fähigkeit. Wenn das Pokémon, wenn es in Volltreffer einsteckt und überlebt, erhöht sich der Angriff auf Maximum. Denkt man sich ja auch. What? Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Problem ist nur, wie soll Taos einen Volltreffer aushalten? Okay, ist kein Ausdauer, ja. Ah, und da ist Oliviana City. Und ist das eine Arena? Nein. 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 Du schon wieder? Was stellst du dir eigentlich vor? Mit Verlieren werde ich hier nicht die abgeben, ne? Aber verlieren. Die Arena ist gerade außer Haus. Sie kümmert sich um ein Pokal des Pokémon, den Leuchtturm. So ein Unfug. Ein Pokémon, das so schwach ist zu kämpfen, ist wertlos. Warum drehst du nicht etwas mit Leuchtturm? Man weiß, vielleicht hilft es ein bisschen. Boah, ich dachte mir gerade, der will kämpfen. Das wäre nämlich jetzt richtig krass geworden. Ich meine, mein halbes Team ist ein bisschen geschwächt, ne? Das wäre ein bisschen lustig geworden. Gut, in Oliviana City. Jasmin, die Arena, die wieder gerade gesagt hat, das Tiefkreuz-Sternchen. Die ist gerade außer Haus und wir sehen uns diese Stadt im nächsten Part etwas genauer an. Denn der Part ist schon etwas länger. Und da heißt es heilen, schneiden und zum nächsten Part übergehen und das in diese Reihenfolge. Okay, vielleicht noch rennen dann zwischendurch, eine Pause machen, vielleicht mal aufs Klo gehen oder so. Was weiß keiner so genau. Stimmt, wie ich zeige euch auch mal gerne, wie die Stadt in die Stadt. Es ist eine Stadt, mehr oder weniger, wie sie hier in der Nacht aussieht, weil das ist richtig cool. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.